Schönen guten Morgen zu einem neuen Eintrag in mein Tagebuch. Wie geht's euch? Ich habe gestern den Film Le Mans 66 geschaut von James Mangold. Der James Mangold, der Regisseur, hat schon gute Filme gemacht, wie The Walk the Line, wo einer meiner Lieblingsfilme ist, wie es um The Man in Black geht oder Logan. Und jetzt haben wir Le Mans 66. Und der Film ist gut, wirklich cool. Gute Schauspieler mit dem Matt Damon und dem Christian Bale. Christian Bale ist auch einer von meinen Lieblingsschauspielern. Der Matt Damon auch, aber der Christian Bale ist schon noch ein bisschen höher. Und es ist einfach ein Film über Leidenschaft, über Unverbogenheit und über Adrenalin. Es ist super. Le Mans 66. Ist zu empfehlen, wirklich, und das habe ich gemacht. Und ich habe noch Sian trifft, wo ich jetzt dann auch gerade online gehe, wenn ich die Folge aufgeladen habe, kommt dann eigentlich gerade Sian trifft mit der Lisa Christ. Das habe ich noch vorbereitet und noch verschiedene Anfragen gemacht zu einem Insta-Live-Gespräch, wo dann ab morgen, so ab dem Donnerstag, wird stattfinden. Das erste mit dem Tom Gisler. Die Zeit gebe ich dir noch genau durch in der morgigen Folge. Und am Freitag hat der Nick Hartmann zugesagt, am Morgen um 10 Uhr. Und am Abend kommt ein ganz cooler Mensch, eine tolle Frau, nämlich Dana Krämer. Sie habe ich kennengelernt in meiner Coaching-Ausbildung. Ganz toller Mensch. Und sie ist auch Coach, und das wird auch sehr cool. Also alle drei, der Tom, der Nick und Dana, sind ganz tolle Leute, kommen doch rein. Die Zeiten werde ich noch durchgeben. Mit der Anna am Freitag habe ich um 7 Uhr am Abend abgemacht. Die zwei sind klar. Ich glaube, dass ich mit dem Tom am 6 Uhr am Donnerstag abgemacht habe, aber bin ich noch nicht ganz sicher, dass kleine noch einmal ab mit ihm. Das wären jetzt so die Instagram-Live-Gespräche, die jetzt dann so anstehen. Und was ich heute noch mache, wahrscheinlich den Pater 2 schauen. Der ist jetzt nachher. Und ja, vielleicht noch einen anderen Film oder vielleicht schiebe ich noch den Pater nach hinten. Weiß ich noch nicht. Je nach Lust und Laune. Was macht ihr heute? Und ja, mehr bleibt mir gar nicht sagen, als bleibt gesund, bleibt fresh und bis morgen. Tschüss zusammen!